In diesem Video aus Sicht des Projektes Lebenswertes Chemnitz geht es darum, wie die Abkopplung vom Sportforum, wie in dem verbundenen Video dargestellt, entsprechend mittelfristig, nachhaltig und kurzfristig behoben werden kann. Die erste mittelfristige Lösung wäre die, dass man die extrem breite Reichenhainer Straße dazu nutzt, die Straßenbahnlinie um 2 Haltestellen zu verlängern, die Wendestelle vorm Sportforum realisiert und dann die Ankopplung ans Chemnitzer Modell enthält. Der Vorteil dieser Lösung ist, die Straße ist wirklich so breit, dass man hier keinen Meter Land kaufen muss. Man könnte die Schienen jetzt sofort beginnen zu legen, sodass also tatsächlich auch mit Planung eine Fertigstellung innerhalb von 2 Jahren möglich wäre. Mit dem Vorteil, dass erstmal jede Bahn, die aus dem Umland kommt, eine Direktanbindung an Sportforum hat und auch das Sportforum wieder eine Direktanbindung an die Zentralhaltestelle hat. Das ist hier dargestellt als die Schleifenlösung. Theoretisch könnte man das auch so fahren, dass jede zweite Bahn aus dem Zentrum zum Sportforum fährt und die andere ins Umland, womit natürlich das Umland wieder nicht direkt an Sportforum angekoppelt wäre und die eventuell auch 2 Nummern benötigen würde. Rot ist hier nochmal das Problem eingezeichnet, das heißt dieser Kinderwanderpfad derzeit vom TU-Campus bis zum Sportforum, wobei man ungefähr von dieser Strecke hier, von der Haltestelle bis zur Ecke hier, zu 10 Minuten, 12 Minuten Fußweg hat, wo die Kinder hier zwischen Krematorium, Friedhof und dieser Kleingartensparte hier diese Straße hochlaufen. Die zweite mittelfristige Lösung, wo ich auch nicht weiß, warum die inklusive der Grünlösung damals aus den Endplanungen verschwunden ist, obwohl es vorher mit auf dem Tisch lag, ist die, dass man die Straßenbahnlinie bis über den Südring an den Knast führt und dort existiert eine Bahntrasse, die ehemalige vom Hohen Kaltwaldzwerg, die direkt an das Fernnetz angebunden ist. Das heißt, auch hier könnte man vom Campus direkt die Strecke bis über den Südring legen, auf diese vorhandene Trasse, die natürlich modernisiert und ausgebaut werden müsste, leiten und dann direkt die Anbindung ans Fernbahnnetz hat. Das heißt, man würde diese Schleife umgehen. Auch das ist wahrscheinlich, weil hier die Straße noch relativ breit ist und der linke Teil vom Sportforum Stadtbesitz ist, ginge das wahrscheinlich mit fast keinen zusätzlichen Landkäufen, sodass als zusätzlicher Kostenfaktor eventuell der Ausbau der Brücke über den Südring notwendig ist, dass dort Bahnen rüberfahren können. Was deutlich kostenintensiver ist, war die andere Alternative, die geplant worden war, die Straßenbahn bis zum Campus der TU hier runterzuführen. Weil nämlich hier entsprechende Bebauung mit Eigenheimen ist ein Grundstück. Und wenn man sich die Eigenheime anschaut, die Art, wie sie gebaut sind, kann man ahnen, dass sich die Besitzer mit Händen und Füßen wehren werden, dass das Land hier abgekauft wird. Dass es also über Jahre dauert, bis diese Rechtsstreitigkeiten geklärt sind. Und zum anderen geht aus Unterlagen hervor, die ich inzwischen erhalten habe, dass diese Steigung wahrscheinlich so hoch ist, dass auch die Kosten für diese Anbindung, um die Höhenunterschiede zu überwinden, sehr hoch wären, sodass diese Variante sinnvollerweise ausscheidet. Zudem ja die Anbindung des TU-Campus mit beiden Modellen, egal ob man jetzt die grüne Linie nimmt oder die gelbe Linie nimmt, relativ direkt erfolgt über Chemnitz-Reichenhain die Haltestelle, weil von dort aus quasi der Campus direkt angebunden ist, sodass also der Campus auch erreicht wird, ohne die Bahn über diese Strecke zu bauen. Wer also wirklich nachhaltig und langfristig mit der bisherigen Lösung abgekoppelt ist, ist halt der Kinder- und Jugendsport und der Sport insgesamt im Sportforum und deswegen sollte entweder die grüne oder die orange Lösung so schnellstmöglich angegangen werden, wobei die grüne Lösung mit minimalen Kosten sehr schnell realisiert werden könnte. Was bedeutet jetzt die blaue Linie hier dafür, die ich hier durchgehend und hier vielleicht gestrichelt dargestellt habe? Was ist denn die Zukunft vom Nahverkehr? Das sind autonome Elektroshuttles in allen Bereichen dort, wo heutzutage noch Busse eingesetzt werden. Das ist also schon sehr deutlich absehbar. Wir haben an der TU Chemnitz den Bereich der Fahrzeugtechnik, wahrscheinlich sogar mehrere Fachbereiche. Es gibt in Chemnitz die IAV, einen der großen Ingenieurdienstleister für die Automobilindustrie, die sich auch mit autonomem Fahren und Elektromobilität beschäftigen. Wir haben Volkswagen hier drin. Es muss doch wohl möglich sein, Pilot- und Forschungsprojekt zum Ausbau des Chemnitz
des Modells in Richtung nahverkehrter Zukunft hinzubekommen, wo man sagt, auf dieser Strecke testet man als Pilot zum Beispiel das erste autonome Elektroshuttle, weil das ist ja die wahrscheinliche Weiterentwicklung und Ausbau von so einem Nahverkehrsnetz, dass man sagt, man nutzt diese Elektroshuttles, um umliegende Gebiete und Randgebiete entsprechend an die Endstationen der Straßenbahn anzubinden. Und das wäre der ideale Pilot, das zum Beispiel zu testen und dann ein Projekt mit der Uni zu realisieren, sodass auch für die Variante nicht mal unbedingt mehr Kosten für die Stadt auftreten müssen. Das waren die beiden mittelfristigen Lösungen. Wie könnte man das Problem sofort lösen? Da die Kinder derzeit ungefähr 10 Minuten für diesen Fußweg brauchen und dieser Kinderwanderpfad natürlich extrem gefährlich ist und natürlich ein Risiko darstellt, für jeden, wer es nicht glaubt, soll es einfach mal selber langlaufen, vor allen Dingen im Dunkeln, wenn es regnet. Und es reicht schon im Dunkeln dahin zu gehen, wäre es notwendig, dass man ungefähr einen Takt von 10 Minuten hat, von der 73 oder 53. Die 73 macht mehr Sinn, weil den auch die Studenten nutzen können, um zum Campus zu kommen. Damit hätte man praktisch nur noch Fußwege der Kinder und Jugendlichen quasi hier lang oder hier lang. Deswegen wäre es natürlich schön und entgegenkommend, wenn man eine alternative Haltestelle 73 hier oben hinlegen würde, sodass sich der Fußweg um weitere ungefähr 300 bis 350 Meter für die Kinder verringert, wenn sie von hier laufen können statt von hier. Aufgrund des Rückweges, der jetzt für jeden Heimweg zweimal umsteigen für die meisten bedeuten würde, nämlich zum einen mit der 73 bis zum TU-Campus fahren, umsteigen, bis Zentralhaltestelle fahren, umsteigen und dann nach Hause zu fahren, hat natürlich die 43 einer gewissen Bedeutung gewonnen, weil gerade für Heimwege jetzt zum Beispiel mit einmal umsteigen der Heimweg erreicht werden kann. Wenn man sich jetzt natürlich, das ist im vorhergehenden Video dargestellt, diese Haltestelle hier anschaut, sieht man, das ist absolut untragbar für Kinder, Jugendliche oder auch Frauen, die alleine Bus fahren wollen. Die ist absolut schwarz, die ist nicht überdacht, man steht dort im Regen. Das heißt, die geht einfach nicht. Deswegen wäre an sich die sinnvolle Lösung, man baut eine neue alternative Haltestelle, genau hier, wo im Video dieser Stern von Bethlehem leuchtet, also gegenüber der Ausfahrt, den die Kinder und Jugendlichen häufig laufen. Und die baut man jetzt tatsächlich aus, indem da ein Wartehäuschen hinkommt, was auch beleuchtet ist. Kann man sich auch vor Ort angucken. Und wer das vor Ort anguckt und sagt, dort soll jemand einsteigen von den Kindern und Jugendlichen, den würde ich zum Psychiater schicken. So, die Zwischenlösung muss man immer noch im Kopf behalten, ist natürlich auch nur eine Übergangslösung. Und das ist vergleichbar damit, dass man mit dem Fahrplanumstieg quasi 10 Schritte zurückgegangen ist. Jetzt geht man mit dieser Lösung 3 bis 5 Schritte, je nachdem wie es realisiert wird, wieder nach vorne. Das heißt, es sind insgesamt immer noch 5 bis 7 Schritte rückwärts zu der Situation vor dem 10.12. Was allerdings immer noch besser ist als die 10 Schritte rückwärts, wie derzeit der Stand ist. Deswegen sollten auch eine der mittelfristigen Lösungen direkt und unmittelbar angegangen werden. Und man sollte im Nachhinein Lessons learned machen, warum dieser Fehler überhaupt auftreten konnte.